Auf dem Land machen immer mehr Kneipen dicht. Ein Dorf im Sauerland hat eine Lösung gefunden. Die Bewohner stellen sich selbst hinter den Tresen. Ein Dorf ohne Kneipe ist ein totes Dorf. Abends um 17:30 in Ostwick, einem Dorf im Sauerland. Arbeitsbeginn im Kumrin. Und ja, das ist eine Kneipe, die einzige im Dorf. Und alles läuft hier etwas anders. Es gibt 42 Wirte, ungewöhnliche Öffnungszeiten und längst vergessene Delikatessen auf der Speisekarte. Und da ist schon der erste Stammgast. Der zweite macht sich noch vorm ersten Bier nützlich und hilft der Wirtin mit der Zapfanlage. Wir sind ja alle ehrenamtlich tätig und keine professionellen Wirte. Von daher geben wir uns alle Mühe, dass die Biere hinterher gut aussehen. Eigentlich klappt es auch immer. Aber es braucht halt manchmal ein bisschen Zeit. Doch. Hier ist keiner Profi. Und deshalb beschwert sich auch niemand, wenn das Bier ein wenig länger als 7 Minuten braucht und die Blume nicht perfekt ist. Das Kumrin ist eine Ehrenamtskneipe. Sie wird vom Heimatverein betrieben. Alle Einnahmen kommen Dorfprojekten zugute. 4 Abende in der Woche hat das Kumrin geöffnet. Bernhard Kersting kommt jeden Donnerstag. Das Enkelkind höre ich im Garten zu Oma rufen. Mensch, Oma, der Opa rasiert sich. Weil ich das nicht jeden Tag mache. Ich bin da zu Hause, bin ich beim Film. Und dann sagt Oma, ach, der rasiert sich. Ja, dann ist Donnerstag. Toll, dann geht's in die Kneipe. Ja, natürlich. Und da sagt meine Frau auch, du musst dir das. Was vom Leben noch bleibt für dich, musst du einfach die auf die Socken machen, steck dir eine Mark ein und trink dir ein. Da, so lange, wie es noch geht. Ein Dorf ohne Kneipe ist ein totes Dorf. Ja, was war es dran? Man kann nirgendwo, man kann nach Hause kommen vom Spaziergang. Was gibt's Neues? Nix. Gehe ich in eine Kneipe rein, erfahre ich dies, erfahre ich jenes. Und das ist so der Anlaufpunkt dann hier. Dann Prost, Jan. Das Kumrin liegt, wie es sich für eine Dorfkneipe gehört, mittendrin in Ostwick. Viele der 1700 Einwohner sind Stammgäste, denn jahrelang hat es hier keine Kneipe gegeben. Ein Café, ja, auch ein Hotel, aber das sind doch keine Orte, wo man sich mal eben auf ein Bier trifft. Viel Wasser gibt es in Ostwick, Natur und Wanderwege. Sogar ein Gedenken an einen Mord, der hier mal passiert ist. Nur die Kneipen wurden immer weniger. Sehr zum Bedauern von Ortsvorsteher Manfred Ramspott, der uns die letzte kommerziell betriebene Trinkstube zeigt. Wie ein Mahnmal steht sie mitten im Dorf. Wir haben hier mal 5 Kneipen gehabt, also eine kleine Bierstube noch dabei, also 4 Kneipen. So nach und nach ist das mit den Kneipen dann zu Ende gegangen. Also der Besuch hat einfach nachgelassen. Ja, das ist schon so gewesen und hat sich dann hier hinterher auch nicht mehr so gelohnt, rentiert, ja. Aber das war schon ein Verlust für die Bewohner hier, ne? Das war natürlich ein großer Verlust, ganz klar, weil wir auch so keinen guten Treffpunkt natürlich mehr hatten. Ne? So ein Kommunikationszentrum wie eine Kneipe, das kann man gut gebrauchen, selbstverständlich. Ne? Und ja, da haben wir so einige Jahre dann so im Wesentlichen nichts gehabt, ja. Also gibt es denn auch Nüsse? Nüsse, ach, ja, gibt es auch. Wir sind gerade am Start. Ja. Ach so. Es ist noch keine 6 Uhr, hätte ich auch gesagt. Ich dachte, ihr euch schon mal und schon ist richtig Leben im Kumrin. Was haben Sie denn in den Jahren gemacht, wo hier keine Kneipe war? Das war ganz dumm. Ich bin in den Bus gestiegen, ich hatte immer Angst vor der Polizei, sonst wäre ich mit dem Auto schon mal gefahren. Und danach Gefling raus und da war ein Hotel. Aber das war auch gemütlich. Und wo die Kneipe hier aufmachte, da habe ich denen noch ein Gedichtchen geschrieben, der hat ein Hotel.
in Gevenkhausen. Ach, was hab ich hier doch gern verkehrt. Doch nun ist mir die Stund verwehrt. Ein Kneiplein in unserem Ort, es lässt mich heuer nicht mehr fort. Bis dorthin kann ich auch noch gehen. Wie es weitergeht, wollen wir sehen. Habe ich gesagt, lest ihr durch, ich komme nicht mehr. Haben jetzt eine eigene Kneipe, Reis kaputt. Ja. Prost. Also es hat was gefehlt. Es hat hier was gefehlt. Es hat hier absolut was gefehlt. Und als Frau kann ich auch alleine gehen. Das mache ich auch schon mal. Dann gehe ich hier eine Runde und dann auch mal eben ins Kumbrin. Mal gucken. Macht man sonst auch nicht. Ich gehe sonst nicht alleine unbedingt als Frau in eine Kneipe. Ne? Aber hier treffe ich immer wen. Das ist immer ganz schön. Seit etwas mehr als 2 Jahren gibt es das Kumbrin und längst treffen sich hier nicht nur Ostwigger. Auch umliegende Dörfer sind vom Kneipensterben betroffen und froh, wieder einen geselligen Treffpunkt gefunden zu haben, auch wenn sie sich dafür ins Auto setzen müssen. In Ostwig ist man stolz darauf, dass hier alles so gut läuft, allen voran Klaus Schmücker, der Vorsitzende des Heimatvereins. Hätten Sie eigentlich gedacht, dass das hier wirklich funktioniert? Also ich habe immer dran geglaubt, ja, schon. Echt? Trotzdem es viele Zweifler gab, aber ich habe immer gedacht, das muss eigentlich klappen. Als wir unseren Laden hier aufgemacht haben, haben wir ganz viele Neuostziger mit dazugekommen, die halt ihre Nische jetzt gesehen haben. Und das ist ganz toll. Und dadurch integrieren die sich super. Und es ist ganz oft, dass so ein alteingesessener Ostziger, so ein Rentner sagt, wem gehörst du denn überhaupt? Ne? Dann muss er sich erstmal erklären, wem man denn gehört. Ich habe entweder das und das Haus gekauft oder ich bin der Schwiegersohn von der und der. Und dann entwickeln sich ganz lustige Gespräche. Und so, das ist Integration pur. Also besser kann es eigentlich nicht laufen, finde ich. Jeder, der sich hier ansiedelt, ist willkommen, kommt in die Kneipe, hier hin. Besser kannst du gehen. Sie würden hier auch niemals weggehen. Ach, ich bin hier 1934 geboren. Und hier werde ich auch sterben. Eines Tages. So. Das ist der Mann, der dies hier alles möglich gemacht hat. Karl Ferdinand von Lüning, im Dorf nur der Baron genannt. Wenn man es genau nimmt, gehört ihm eigentlich das Kumbrin, denn von seinem Geld wurde es gebaut und eingerichtet. Der Baron wurde in Ostwig geboren und ist in diesem Haus aufgewachsen. Dann lebte er einige Jahre in Brandenburg. Als er mit seiner Familie in sein Heimatdorf zurückkehrte, musste er feststellen, dass es keine Kneipe mehr gab. Also wurde ein Verein gegründet, ein alter Schweinestall auf seinem Grundstück umgebaut, ehrenamtliche Wirte gesucht und das Kumbrin eröffnet. Die Einnahmen fließen zur Hälfte an den Geldgeber und zur Hälfte in soziale Dorfprojekte. Im zurückliegenden Geschäftsjahr hat jede Seite 19.000 Euro bekommen. Es läuft also. Ich verdiene mein Geld eigentlich mit der Forstwirtschaft und 2007 war Kyrill, hat mich ordentlich getroffen, hat mich aber auch sehr liquide gemacht. Diese Sturmkatastrophe, die Holzpreise sind seitdem gut, Holzabsatz kein Problem. Also wer zurzeit Wald hat, kann sich glücklich schätzen. Und ich war einfach auch liquide und habe gesagt, also ich habe da Gebäude, da ist nichts drin. Das wäre auch eine gute Nutzung. So eine Art Win-Win-Situation. Ich nutze meine Gebäude um, führe eine sinnvolle Nutzung zu und alle anderen haben was davon, weil sie ein Bier trinken können. Also ist natürlich ein unternehmerisches Risiko dabei, klar, ich habe das Geld vorgestreckt und wenn es nicht funktioniert, stehe ich da mit einer Kneipe, die nicht betrieben wird und auch keine Einnahmen generiert für mich oder sonst wen. Also das Risiko ist mir schon bewusst, aber ich war sicher, bin es nach wie vor, dass das mit den Ostwigern hier funktioniert. Auch die Küken und eines der Kinder gehören zu Karl Ferdinand von Lüning. Wenn die Kleinen mal groß sind, werden auch sie ihren Beitrag für die Dorfkneipe leisten. Die einen werden dort ihr erstes Bier trinken, die anderen die Speisekarte bereichern. Die Soleier sind nämlich der heimliche Hit im Kumbrin. Pelle ich das mal hier. Das ist mein erstes Solei. Ich muss das jetzt längs durchschneiden. Ne? Dann löse ich das Eigelb.
geht nämlich nicht, kein Maggi. Ja, Maggi benutze ich nicht. Das ist so ein schräges Gewürz. Ordentlich Pfeffer. Und? Geil. Das ist lecker. Ich glaube, das ist nicht so gesund, aber es ist lecker. Wollen Sie eigentlich schon gehen? Ich sehe da schon Ihr Geld. Ja, ich werde abgeholt gleich. Sie werden abgeholt? Ich bin streng hier. Ja, ja. Erstmal habe ich die Granaten voll. Mit vier Bier. Vier Bier und guck mal, das ist auch noch dabei. Jetzt hast du es verwackelt, gell? Tschüss. Und das scheint ja zu sein, der private Abholdienst. Und Ihre Frau hat Sie immer noch so gern, dass sie Sie auch abholt? Das ist nicht mehr so ungestüm, die Liebe, aber sie drückt sich anders aus. Ne? Sie ist einfach besinnlicher. Tschüss. Wollten Sie auch mal sehen? Ja. Jetzt wollen wir Sie aber auch mal sehen, wo Sie Ihren Mann immer so nett abholen. Ich will das Taxi. Taxi für Komrin. Und Sie gehen da nicht rein? Hin und wieder. So, jetzt komme ich drin und tschüss dann die. Ja, aber er hat nur gut von Ihnen gesprochen. Ja, der sollte auch mal was anderes sagen. War ich gestern ein bisschen zu lange noch da, nicht, dass ich eine Stimme habe. Das ist was gefährlich in der Kneipe. Klaus Schmücker kümmert sich als Vereinsvorsitzender in seiner Freizeit nicht nur ums Kumrin. Er ist auch Musiker und will irgendwann mal in der Dorfkneipe auftreten. Vielleicht sogar mit diesem Lied. Take a look at my girlfriend, she's the only one I got. Not much of my girlfriend, never gonna settle a little bit. Gibt es auch Menschen, denen die Kneipe so ein Dorn im Auge ist? Ach, was heißt Dorn im Auge? Aber wo sich was Neues breit macht, bei vielen, die sind erstmal skeptisch. Dann natürlich so einige Gastronomen in der Umgegend, die beobachten uns halt sehr genau. Wobei wir uns eigentlich immer als Ergänzung verstanden haben, nie als Konkurrenz. Um 22 Uhr ist das Kumrin immer noch voll. Inzwischen ist auch die Dorfjugend eingetroffen. Für sie gibt es sogar einen separaten Raum, in dem sie unter sich bleiben können. Wo hat man sich vorher getroffen, wenn man... Bei jemandem zu Hause oder gar nicht? Jetzt trifft man sich halt hier auch mal mit Älteren, die man so halt abends auch nicht sehen würde. Und ich glaube, so spontan, einfach donnerstags abends, hat sich niemand zusammengesetzt. Also es hat schon ein bisschen was verändert hier auch. Ja, auf jeden Fall. Zum Positiven. Ja. Prost. Prost. Ja, genau das ist richtig. Besteht. Kann doch mal hier noch was trinken.